Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei unserer kurzen Anleitung, wie messe ich eine Jeans aus. Ich will natürlich, dass ihr die perfekte Size pickt und dementsprechend zeige ich euch, wie ihr das am besten macht. Ihr braucht eine Hose, die euch perfekt passt, wo ihr sagt so, ey, das ist von der Weite, von der Länge, finde ich super, damit ihr eine Orientierung habt. Und dann braucht ihr ein Zollstock, ein Maßband, irgendwas, was ungefähr ja, so um die 115 cm lang sein kann. Oder halt, ihr haltet es öfter aneinander. Kurze Info, wir haben ja quasi drei Waschungen. Einmal die blaue, dann die schwarze und dann die graue. Wie im Video habt ihr ja schon mitbekommen, dass die graue etwas größer ausfällt. Ich bin trotzdem bei der 32, also ich kann da bleiben. Ich mag es genauso. Grundsätzlich würde ich euch aber empfehlen, dass ihr bei ihr eine Size runtergeht, beziehungsweise schaut auch da in die Tabelle rein, dass ihr dann die Abmaße habt. Ich habe das ja auch kurz schon angeschnitten, warum das so ist. Liegt einfach daran, dass wir hier drei verschiedene Stoffhersteller benutzt haben, damit die Waschung so kommt, wie ich sie mir vorstelle. Ne? Das ist der einzige Hintergedanke und dadurch ist aber auch die ja, Bewegung im Stoff ein bisschen anders. Damit wir das aber perfekt matchen, gehen wir das Ganze kurz durch. Ist relativ simpel, ihr braucht nur zwei Abmaße und schon seid ihr ready to go. Wir machen das mal hier auf der Basis der blauen. Okay, als erstes messen wir die Bundweite ab. Da muss der Knopf zu sein, also alles zumachen, auch bei eurer Hose. Und dann im Endeffekt bringt ihr diese beiden Punkte auf eine Höhe. Wenn ihr das habt, nehmt ihr euer Maßband und messt das einfach hier oben ab, wo ihr im Endeffekt rauskommen seid. Hier sind wir bei 42 und hier ist auch trotzdem ein bisschen Bewegung dabei, natürlich weil es alles handgemacht ist und Menschen sind da nicht so präzise wie zum Beispiel eine Maschine, plus natürlich bewegt sich auch der Stoff. Wir haben hier natürlich Fasern, 114 Baumwolle, das heißt auch da bewegt sich das Ganze etwas, vor allem auch beim Tragen. Wenn ihr quasi die Hose zum ersten Mal anprobiert und sagt so, ey, Länge und so weiter passt eigentlich, aber oben ist vielleicht ein klitzekleines mit zu eng, das wird ein bisschen lockerer immer noch. Oder ihr geht gleich eine Size ab. Also, Bundweite zusammenlegen, dran halten und dann, also schaut auch wirklich, dass es schön plan liegt und dann habt ihr die Abmaße. Die nächste Größe oder die nächste Länge, die wir brauchen, ist die Gesamtlänge. Dass sie auch wirklich bei euch matching ist. Die ist schon so gebaut, dass sie so ein bisschen stacken soll. Das heißt, sie ist schon ein bisschen länger. Das heißt, ihr müsst da schauen, dass sie für euch nicht zu lang ist, aber auch nicht zu kurz. Daher checkt auf jeden Fall mit einer Pants von euch ab. Wenn ihr eine habt, die schon sehr, sehr lang bei euch am Schuh ist und die ist jetzt zum Beispiel kürzer als die, dann wird die wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger sein. Natürlich. Ich glaube aber, dass ich hier eine ganz gute Abmaße getroffen habe, dass sie bei allen ziemlich gut matchen wird. Natürlich, wenn du aber sehr schlank bist und sehr groß, dann wird es tricky. Wir sind noch nicht in der Position, dass wir sagen, so, hey, wir können Breite und Länge ja, gleichzeitig anbieten. Das ist halt vom Prozess zu kompliziert. Aber ich glaube, wir werden uns jetzt in die Jeans immer mehr einarbeiten. Okay, das Ganze machen wir so, indem wir genauso hier vom Bündchen aus an der Außennaht das Ganze bis ganz nach unten abmessen und ich hoffe, ich kriege das komplett aufs Bild und dann haben wir quasi die Gesamtlänge. So, ich setze oben an, gehe hier runter und wir sind hier bei 108,5, 109 ungefähr. In dem Bereich sind wir bei dieser Pants. Mehr ist es eigentlich auch nicht. Das könnt ihr dann einfach mit eurer Jeans genauso machen, dann geht ihr bei uns in den Shop rein, checkt dann bei Size Chart, wo ihr euch ungefähr befindet und dann seid ihr perfekt. Wie gesagt, die schwarze und die blaue, die sind sehr, sehr nah beieinander. Da seid ihr quasi ziemlich safe und bei der grauen müsst ihr auf jeden Fall auch nochmal doppelt kontrollieren. Hier könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr hier bei den beiden eine 32 habt, könnt ihr zum Beispiel sogar auf eine 31 runtergehen oder im Endeffekt ihr bleibt wie ich bei der 32, weil bei ihr finde ich es besonders gut, weil sie so ein bisschen lockerer sitzt. Da seht ihr auch zum Beispiel am Model, dass sie hier am weitesten fittet. Grundsätzlich kann ich aber auch noch dazu sagen, dass immer wenn ich im Endeffekt eine Pants habe, die mir von der Weite gefällt, aber in der Bundweite zu weit ist, nehme ich einen Gürtel. Weil dann kriege ich exakt den gleichen Look. Deswegen haben wir auch natürlich die Gürtel am Start. Was ein Zufall.
mehr ist es gar nicht. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Alright, let's go.